Hallo zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Ich bin der Free Agent und wir sind heute unterwegs mit einem der beliebtesten Panzer von World of Tanks. Das ist die M18 Hellcat. Wir sind hier an der Küste unterwegs, haben einen 6er mehr als die Gegner, dafür haben die Gegner einen 5er mehr als wir. Und wir schauen jetzt mal, was wir hier so erreichen können. Eine der typischen Positionen hier auf der Karte ist erstmal nach rechts zu fahren. Und zu gucken, dass man dort so viele Gegner wie möglich davon abhält, unten in die kleine Senke zu fahren, damit sie dort ja nicht zu viel Deckung haben. Wir nutzen also unsere Geschwindigkeit aus, fahren hier über die Gleise, bremsen nochmal kurz, damit wir uns nicht gleich die Ketten ruinieren. Und dann geht's ab mit voller Geschwindigkeit in Position. Hier noch schnell ein Auto platt gefahren, das stand eh im Weg. Soll er bei der Versicherung einreichen, vielleicht kriegt er dann ein neues. Davor gucken auf die Karte und sehen, dass wir auch einiges Support bekommen auf der Seite, so dass wir nicht ganz alleine hier stehen müssen. So, uns entgegen ist bis jetzt noch nichts gekommen. Da hinten ist der erste aufgegangen. Wir sehen, auf den Gleisen stehen ein paar. Und dann nehmen wir uns hier mal den Busch, verstecken uns dort und schauen mal, ob wir irgendwas aufgedeckt bekommen. Und da sehen wir auch schon den gegnerischen Scout, der kriegt erstmal einen verpasst. Damit geht es ihm nicht mehr so gut. Er hat uns leider aufgespottet, aber schnell nachgeladen und zack, auch der ist raus. Damit hat sich das erledigt für den Scout und wir können in Ruhe hier uns zurückziehen, dafür sorgen, dass wir nicht mehr aufgedeckt sind. Langsam wieder vor und in den Busch. Und jetzt gucken, dort war ja noch eine Hellcat, ob wir die nicht vielleicht auch aufgedeckt kriegen und auch schnell in die Garage schicken können. Aber anscheinend hat sie es vorgezogen, ihren Platz zu verlassen. Ist jetzt unterwegs ins Valley. Nein, doch nicht. Sie zieht sich doch nochmal zurück. Dort ist sie für uns unbereichbar. Dann gucken wir jetzt, ob wir ein neues Ziel kriegen. Da ist der Chinoo. Das wäre doch ein schöner Gegner. Aber den haben unsere Verbündeten schneller rausgenommen, als ihnen bestimmt lieb ist. Und trotzdem wurden wir wieder aufgedeckt. Die Hellcat kann es nicht sein. Die steht zu tief. Der Chinoo war zu schnell tot, also insofern muss dort irgendwas noch stehen. Und da sehen wir auch den Übeltäter, das ist der T1 Heavy. Dem verpassen wir erstmal eine dafür, dass er uns aufgedeckt hat. Unsere Verbündeten schießen auch drauf und schon geht es ihm nicht mehr ganz so gut. Wir laden nach, schießen, aber unser Schuss geht sonst wohin, nur nicht auf den Gegner. Da kommt ein Freund von ihm, der KV-1S. Der wurde von unseren Verbündeten gekettet. Und das gibt uns die Möglichkeit, in aller Seelenruhe ihm nochmal von der Seite zu beschießen. Er kann immer noch nicht weg, hat kaum noch Strukturpunkte. Und dementsprechend schießen wir ein zweites Mal drauf und die Verbündeten schießen mit. Und das gibt uns die Gelegenheit, den nächsten aus dem Spiel zu nehmen. Damit sind wir bei zweien. Nun kommt auch endlich der T1 vor, hat auch wohl keine Lust mehr. Und wenn er uns das so anbietet, dann nehmen wir ihn auch raus. Nummer 3 ist im Sack und die Hellcat kann endlich auch einen Turm kriegen. Die ist zu unvorsichtig gewesen und zu weit hochgefahren. Ob sie uns vergessen hat oder einfach geglaubt hat, wir schießen nicht auf sie, bleibt wohl ein ewiges Rätsel. Unsere Verbündeten rücken im Valley vor und da sie das tun, versuchen wir jetzt die Hellcat zu flankieren, um sie davon abzuhalten, unseren Verbündeten, die jetzt hier an der Schräge stehen, ständig in die Seite zu schießen. Und da ist sie auch schon. Dreht den Turm von uns weg, wir können hier in Ruhe einen in die Seite verpassen. Ihr versucht jetzt ihren Turm zu drehen, das ist bei der Hellcat nicht ganz so schnell, was uns die Gelegenheit gibt, einen zweiten Schuss zu setzen. Und auch hier haben wir einen Abschuss. Das war Nummer 4. Wir rücken weiter nach vorne, so wie unsere Verbündeten das tun. Da unsere Verbündeten über die Mitte kommen, gehen wir sehr weit nach rechts. Weit aus dem Sichtfeld der eventuellen Gegner, die in der Base stehen. Um sie von hinten zu überraschen, können sie auf unsere Verbündeten, die von vorne kommen, eventuell anlegen. Dieser Weg hier ist auch ganz gut, wenn man Artillerie im Gegnerspiel hat, weil meistens stehen hier dann die ein oder zwei oder drei gegnerischen Artis und man kann sie in Ruhe wegschmecken. So, und da sehen wir auch schon, dass wir einen in der Basis haben. Das ist sehr ärgerlich für die Gegner, denn die haben von Anfang an wohl einen Scout gehabt, der keine Lust gehabt hat oder einfach nicht wollte, aus welchen Gründen auch immer. Uns gibt es Gelegenheit, einen weiteren Abschluss einzusacken.
Wir haben jetzt schon 5 Stück und Free XP nimmt ja jeder gerne mit. Wir fahren weiter und können den Shinu erkennen. Den beschießen wir auch. Sind nicht aufgegangen, aber aus irgendeinem Grund scheint er uns trotzdem entdeckt zu haben. Schießt in unsere Richtung, wir tauschen Schadenspunkte aus. Aber schlussendlich, für ihn ist das Match gelaufen. Wir haben unseren nächsten Abschuss und haben relativ wenig Punkte verloren. Wir fahren weiter, legen auf den Jagdpanzer an, während unsere Verbündeten leider in der Base stehen und wohl auch nicht bereit sind, dort rauszukommen, obwohl wir nur noch wenig Gegner haben. Da haben wir unseren nächsten Abschuss gesichert. Mehr gibt es hier nicht, weil unsere Verbündeten nicht aus der Base rausgekommen sind. Wir gehen mit der Auszeichnung Klasse 1, dem Großkaliber und dem Krieger-Auszeichnung aus dem Match raus. Haben insgesamt 2564 Schadenspunkte gemacht bei 1185 Basiserfahrungspunkte. 16 Mal geschossen, 14 Mal Schaden gemacht. Das heißt für uns, wir haben 40.000 rund brutto eingenommen und nach Reparatur und Munitionsauffüllung bleiben 35.000 über. Und da das recht schnell geht, stürzen wir uns doch jetzt einfach ins nächste Gefecht. Wieder mit der Hellcat, diesmal in dem schönen Japan. Eine von mir bestimmte Lieblingskarte. Sie ist sehr hübsch geworden im Ansehen und hat viele taktische Möglichkeiten, wenn das Team sie auch nutzt. Wenn das Team hier allerdings immer nur auf eine Seite fährt, dann kann es auch sehr schnell sehr haarig werden. Wir haben nach wie vor einen sehr schnellen Panzer und dementsprechend fahren wir so schnell wir können an eine der zentral wichtigen Positionen auf dieser Karte. Wir halten uns nämlich in der Mitte der Karte auf und haben hier die Möglichkeit, nicht nur vorne auf der linken Kartenseite die Heavy Road der Gegner im Auge zu haben und auch sämtliche Positionen, an denen sie hier durch müssen, sondern wir können auch, sollten unsere Verbündeten in der Mitte Druck bekommen, dort umgehend mithelfen. Wir haben jetzt also einen freien Blick auf die Heavy Road und sobald unsere Scouts eventuell dort vorne etwas aufmachen oder ein Heavy weit genug gefahren ist, können wir von hier wunderbar unterstützen. In der Mitte der Karte sehen wir schon einen Scout und einen M4, der dort sich verbunkert hat. Und da haben wir auch schon die ersten 3 Gegner. Der Crusader, ach, wir schießen an ihm vorbei, aber TT1 Heavy bietet sich sofort als zweites Ziel an. Wird auch schon beschossen von unseren Verbündeten. Wir tun das ebenfalls und haben ihn rausgenommen. Der T34 wird gekettet, was uns die Gelegenheit gibt, gleich wieder drauf zu schießen. Jetzt ist er in Sicherheit, dort taucht der VK auf, wir laden leider noch nach und da ist er uns tatsächlich entkommen, so ein Ärger. Aber keine Sorge, den sehen wir wieder. Wir sehen jetzt also auch langsam, dass in der Mitte der Karte Druck gemacht wird. Dementsprechend fahren wir zurück, gucken, ob wir unseren Verbündeten helfen können. Ein Blick in die Stadt sagt uns, dass der Steward vor uns sicher ist, aber hier sind genügend Ziele. Wir setzen weiter zurück, den bekommen wir nicht, aber dort steht der nächste Gegner, den wir gleich einen verpasst haben, 236 Schaden. Wir drehen uns um, damit wir besser helfen können. Und was sehen wir? Ein Verbündeter AT8 versperrt uns die weitere Fahrt, wir können nicht mehr helfen, wir sind effektiv aus dem Spiel rausgenommen, nur weil er meinte, er müsste diese Position jetzt einnehmen. Na gut, wir müssen also weiter hinten rum, viel zu viel von unserem Panzer präsentieren, aber wir versuchen unser Bestes, unsere Verbündeten hier zu unterstützen. Und da sehen wir auch einen M4, der in das Stadt wohl scouten wollte. Den haben wir jetzt raus. Da der AT-8 hier steht, brauchen wir hier nicht weiter zu helfen. Unsere Verbündeten haben das jetzt gut im Griff. Und wir fahren wieder in unsere Position, um dort weiter zu helfen. Und da sehen wir auch schon einen M7. Der hat uns leider auch entdeckt. Wir schießen im Rückwärtsfahren, machen leider keinen Schaden. Laden nach. Ziehen wieder vor, legen an und tauschen Schadenspunkte aus. Er hat 67 Schaden gemacht, wir 207, das ist ein guter Tausch. Er schießt nochmal, hat keinen Schaden an uns. Wir tauschen nochmal Punkte aus, 83 gegen seinen gesamten Rest. Er ist in der Garage, wir haben 3 Abschüsse
und haben nicht viel Punkte dafür gelassen müssen. So, wir sehen, dass die Su 100 rechts rumfährt. Das wollen wir verhindern. Da muss sie durch. Wir schießen und bleiben ausgerechnet in der Schottung von ihr hängen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber unser M6 rammt sie einfach, schiebt sie nach vorne. Wir haben nachgeladen und nehmen auch die raus. Dort war die Arti offen. Jetzt wird es ziemlich hektisch. Wir schießen mal blind und zack, da haben wir auch die raus. Damit haben sie schon mal eine Arti weniger. Wir sind bei 5 Abschüssen und werden jetzt einfach den Druck erhöhen und weiter vorfahren. Das tun unsere Verbündeten in der Mitte auch. Wir schauen nach links, ob hier am Stein, der da vorne gleich auftaucht, noch einer steht. Nein, das tut er nicht. Die Hellcat ist bei ihrer eigenen Base. Die ist von hier für uns unerreichbar. Auch der Steward ist für uns unerreichbar. Und da ist der VK, der uns vorhin entkommen ist. Zack, 202 Schaden. Jetzt ist er nicht mehr entkommen. Wie versprochen, dich sehen wir wieder. Über die Heavy Road der Gegner fallen wir nun in Richtung ihrer Basis ein, um die letzte Arti und die Hellcat zu bekommen. Rasen hier rum und in unserem Vorbeifahren entdeckt uns die Arti. Die hätten wir doch fast übersehen. Sie schießt und vorbei, Gott sei Dank. Das hätte uns das Spiel versauen können. Wir versuchen den Turm zu drehen rechtzeitig, aber da ist das kleine Biest schon wieder unterwegs. Die kleine FV-Arti ist verdammt schnell. Wir müssen hinterher. Schießen dabei vorbei, haben nachgeladen, versuchen das Ganze nochmal und hinterherfahren und schießen ist nicht unbedingt die beste Sache, die man machen sollte. Wir rasen also hinterher, versuchen sie irgendwie zu kriegen und da stellt sich unser Verbündeter ihren Weg, der platzt dabei. Wir können sie von hinten beschießen und endlich haben wir den kleinen Flitzer raus. Damit sind wir bei Abschuss 7 und da 7 eine schöne Zahl ist, aber 8 besser, versuchen wir jetzt doch einfach noch die Hellcat wegzukriegen, bevor uns unser Verbündeter BDR die wegschnappt. Ziehen hier über den Hügel, nachgeladen haben wir auch. Und sind jetzt im absoluten Killer-Modus. Wir wollen unseren 8. Abschuss. Sie versteckt sich noch hinterm Haus. Das geht überhaupt nicht. Sie hat uns aber entdeckt. Legt auf uns an. Schießt. Wir schießen. Wir haben Gott sei Dank mit 60 Punkten überlebt. Sie ist raus. Und wir haben unseren 8. Abschuss gerade. Wir haben uns in diesem Match die Auszeichnung erster Klasse sichern können. Eine Radley Walters Auszeichnung, Großkaliber und Krieger. Da hat sich das Ganze doch gelohnt. Wir haben 2180 Damage gemacht, 8 Gegner insgesamt rausnehmen können und 1167 Basiserfahrungspunkte dafür erhalten. Bei 17 Schuss, 13 Treffern und 11 Mal Wirkung ist das doch ein sehr schönes Ergebnis. Tatsächlich konnten wir 10 Gegner beschädigen und haben dafür knapp 35.000 Credits erhalten und netto sind uns in der Kasse 26.500 übrig geblieben. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und dass wir uns in einem der nächsten Replays wiedersehen. Bis dahin, gute Jagd!